Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich zu einem Video willkommen, in dem ich euch die wichtigsten Neuerungen von dem Patch 1.4.1 für den Euro Truck Simulator 2 erzähle. Der Patch ist am 10.07.2013 erschienen und den Link zum Download findet ihr hier in der Beschreibung. Ich werde euch, wie gesagt, die wichtigsten Neuerungen erzählen. Ich habe die Liste, die man im Internet findet, etwas gekürzt und habe jetzt mal beziehungsweise auf die wichtigsten Infos gekürzt und ja. In der Beschreibung findet ihr aber noch einen Link zu einer vollständigen Liste mit allen Änderungen. Und ja, am Ende des Videos werde ich euch noch eine Information zum Let's Play vom Euro Truck Simulator 2 sagen. Aber vorher werden wir jetzt erstmal anfangen mit den wichtigsten Neuerungen vom Patch 1.4.1 für den Euro Truck Simulator 2. Und zwar beginnen wir erstmal mit dem Bereich Fahrzeuge, was sich da denn verändert hat. Also, als erstes ein neuer LKW ist hinzugekommen. Ihr seht ihn auch schon hier. Und zwar der Iveco Stralis Highway, da oben steht Highway, genau. Und ja, dieser ist Truck of the Year 2013. Mir persönlich gefällt er auf jeden Fall um einiges besser als der andere Iveco, der hier schon davor im Spiel drin war. Der ist weiterhin immer noch im Spiel vorhanden. Aber der ist halt jetzt hier neu dazugekommen. Und der gefällt mir auf jeden Fall um einiges besser. Hier seht ihr mal kurz Warnblinker. Und hier ist Abblendlicht und hier ist Fernlicht. Gut, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, weil es hier so hell ist. Aber gut. So. Dann. Ja. Also der ist wirklich auch schön nachgebaut. Und von innen sieht das Ganze hier so aus. Auch wirklich sehr schön gemacht. Sehr gut nachgebaut. Da haben wir jetzt hier auch ein Navi. Das ist auch ganz schön. In der Mitte seht ihr hier ein Informationsdisplay. Da könnt ihr aber nicht irgendwie durchschalten. Das gibt nur diese eine Seite, nenne ich es jetzt mal. Und ja. Wir werden jetzt in der Vorstellung mit dem hier etwas herumfahren. Wir sind in der Nähe von Kiel. Und ich würde sagen, legen wir auch direkt los und machen jetzt auch gleich weiter mit der nächsten Neuerung. Und zwar wurden einige Probleme bei manchen LKWs gefixt und auch bei manchen Aufliegern wurde das ein oder andere Problem behoben. Dann ist es so, dass auch noch weiterhin im Bereich Fahrzeuge jetzt beim KI-Verkehr die Scheinwerfer nun nachts aus einer größeren Distanz zu sehen sind. Ich habe das ja auch im Let's Play schon mal angesprochen. Da hatte ich gesagt, ja, man sieht da wirklich eher aus der Entfernung erst den Umriss von dem LKW, beziehungsweise vom Auflieger, wenn man hinten näher kommt und dann irgendwann sieht man dann die Lichter. Und jetzt ist es anscheinend so gemacht worden, ich habe es jetzt noch nicht gesehen nachts, ja, ich vertraue jetzt mal, dass es wirklich so ist. Und zwar, dass jetzt halt die Lichter viel heller sind, dass man die jetzt auch schon aus einer größeren Entfernung sieht, bevor man eigentlich den Umriss des LKWs dann, beziehungsweise des Autos erst sieht. So, dann kommen wir nun zum nächsten Unterpunkt, nämlich zur Änderung allgemein in der Simulation. Das Force Feedback wurde überarbeitet, das heißt, ihr habt jetzt nochmal ein stärkeres Force Feedback, als es davor schon war. Also es wurde einfach nochmal verstärkt, das Ganze. Dann wurden die Motoreigenschaften verbessert, das heißt, Leerlauf-, Gas- und Kupplungssimulation wurden verbessert. Die Fahrphysik und die Fahreigenschaften wurden verbessert. Und es ist jetzt so, dass Öldruck und der Luftdruck im Bremssystem simulierbar sind. Ihr könnt das Ganze hier unter Optionen, nicht Tastenbelegung, sondern ich meine Gameplay, könnt ihr Simulation des Druckluftbremssystems machen. Das machen wir jetzt mal an, dann erkläre ich euch das ganz kurz. Ihr seht jetzt hier in der Mitte, bei manchen ist es jetzt hier im Informationsdisplay, bei manchen wird es mit Zeigern irgendwo unten eine kleine Anzeige angezeigt. Und zwar seht ihr hier jetzt, sieht man es glaube ich ganz gut, weil hier ist jetzt auch Schatten, da kann man die Anzeige gut lesen. Und zwar im oberen ist eher ein etwas dickerer Balken. Der steht für den Öldruck und im unteren Bereich seht ihr zwei schmälere Balken und die stehen für den Druck, der im Bremssystem ist. Und wenn nicht genug Druck im Bremssystem ist, dann könnt ihr nicht fahren, weil die Bremsen dann nicht nutzbar wären. Und vor dem Patch war es immer so, dass immer das Druckluftsystem voll mit Druckluft war und das ist auch in die Leere gegangen, egal wie stark man drauf gebremst hat. Und wenn ich jetzt bremse, wie ihr seht, geht der Balken, der schmale da runter. Und jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, jetzt bremse ich einfach mal kurz so oft immer, bis jetzt seht ihr da schon das Warnzeichen und jetzt, wenn ich jetzt Gas geben will, steht da zu geringer Luftdruck und dann kann man nicht mehr fahren. Und wenn ihr dann den Luftdruck wieder erhöhen wollt, geht ihr am besten in den Leerlauf, gebt Gas und so fühlt er sich am schnellsten. Wenn ihr jetzt D habt und wartet, bis er sich ansteigt, das dauert viel zu lang, weil er tut sich so gut wie nichts. Deswegen empfehle ich euch immer, tut erstmal in N, bis ihr genug Luftdruck habt, dann könnt ihr fahren und dann während der Fahrt steigt er von alleine wieder weiter an. Ja, und das wurde halt, der Öldruck, der ist jetzt nicht für die Fahrt ausschlaggebend,
Aber der ist halt jetzt hier auch, wird jetzt hier auch angezeigt. Ihr seht auch, je schneller wir fahren, der steigt jetzt langsam an. Manchmal fällt er wieder ab. Besonders wenn wir jetzt hier beschleunigen, dann steigt er ganz schön an. Und dann fällt er aber auch jetzt langsam wieder ab, wenn wir so unsere Geschwindigkeit erreicht haben und dann nicht mehr Gas geben. So, beziehungsweise wir geben noch weiterhin Gas, aber halt nicht mehr so, um zu beschleunigen. Und dann wurde jetzt noch der Kraftstoffverbrauch im Leerlauf gefixt. So, kommen wir nun zum nächsten Bereich, nämlich dem Gameplay. Und da gibt es jetzt ein paar mehr Punkte als davor bis jetzt. Und zwar, die Geschwindigkeitsbegrenzung der LKWs, die von 90 km/h ja hier immer standardmäßig eingestellt war, kann nun in den Spieleinstellungen aufgehoben werden. Das seht ihr hier nochmal unter Optionen. Gameplay, dann könnt ihr hier Geschwindigkeitsbegrenzung aktivieren. Habe ich jetzt im Moment. Das heißt, ich kann im Moment nur bis 90 km/h fahren. Oder ich deaktiviere es und dann kann ich schneller als 90 km/h fahren. Das ist wie wenn ihr einen No-Speed-Limit-Mode aktiviert habt, beziehungsweise ja, eingefügt habt. Und jetzt sind wir schön hier auf den LKW aufgefahren. Wunderbar. LKW sage ich. Bus. So, warten wir kurz. So. Ja, er fährt ja hier über Rot, der Kollege. So. Dann die Jobbörse jetzt, wurde jetzt neu gestaltet. Die Stellenanzeigen können jetzt eingesehen werden und es ist möglich, durch die Aufträge der Fahrer zu scrollen. Das heißt, was die schon alles gemacht haben. Das heißt, es werden nicht nur die letzten 20 angezeigt, sondern ihr könnt wirklich durch alle, die bis jetzt der Fahrer gefahren hat, also euer Angestellter, dann könnt ihr euch wirklich alle anschauen. Dann ist jetzt beim Route Advisor die Warnmeldung im Zusammenhang mit dem Retarder, der Feststellbremse sowie dem Luftdruckwarnung. Die werden jetzt nicht mehr angezeigt, sofern der Gang im Neutralmodus ist, also auf N. Und dann wurde hier neu hinzugefügt, erneuertes optionales Steuerungsschema bei dem Lenkung, sowie Gas und Bremse mit der Maus gesteuert werden können. Das war schon im Euro Truck Simulator 1 und beim German Truck Simulator so, dass ihr mit der Maus den LKW lenken konntet und dann noch die Maustaste zum Gas geben und Bremsen verwenden konntet. Und das ist jetzt hier auch eingefügt worden, also könnt ihr jetzt den auch darüber steuern, neben der Tastatur halt. Falls ihr jetzt kein Lenkrad habt, ihr darüber steuert oder halt den Joystick. Da drüben seht ihr auch eine Neuerung, das steht jetzt nicht in der Liste drin, aber das ist auch eine Neuerung. Und zwar wurden jetzt in den Städten Bushaltestellen hinzugefügt. Ich glaube nicht, dass sie von den Bussen angefahren werden, aber trotzdem finde ich schon, gehört eigentlich so mal in jede Stadt dazu. Bushaltestellen findet man ja eigentlich überall in den Städten. So, die Streckenlängen der Fähren werden jetzt in der Jobauswahl angezeigt. So richtig, was habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt hier auch im Moment keine, Angebote, die nach England rüberführen, beziehungsweise Großbritannien. Das heißt, wenn wir jetzt von hier nach Kiel noch irgendwo darüber London fahren würden, dann würde jetzt hier die Strecke mit der Fähre, die würde jetzt hier wahrscheinlich irgendwo angezeigt werden. Was meinen die damit? So. Dann, die Kreditraten wurden angepasst, die angezeigten Kredite wurden jetzt optimiert und es gibt jetzt, die Ratenzahlung wurde verbessert. Dann ist es so, dass jetzt noch bei dem Werkstatt in dem Bereich Aufrüstung da jetzt noch was verbessert wurde, und zwar war es ja immer so, das heißt, dass es immer so war, wenn ihr jetzt irgendwie schon euren LKW mit Lampen, bla bla bla, ausgestattet habt und dann später dann auf ein anderes Fahrerhaus umgerüstet habt, wenn ihr das andere Fahrerhaus ausgewählt habt, waren alle Zubehörs, die man in den LKW angebaut hat, die waren dann alle weg, so jetzt ein paar schlechten Luftdruck, mal gucken, dass er nicht zu stark absinkt. Die waren dann alle weg und das Problem wurde jetzt behoben. Es werden jetzt nur noch die nicht mehr kompatibel sind mit dem anderen Fahrerhaustyp, dann entfernt und der Rest bleibt aber bestehen. So, muss man kurz noch ein bisschen Gas geben, damit der Luftdruck ein bisschen steigt. So, dann wurde jetzt noch bei der Landkarte Folgendes geändert. Man kann sie ja immer mit M öffnen, nur konnte man sie nie wieder mit M schließen. Man musste entweder Escape drücken oder da oben auf das X gehen. Jetzt kann man aber wieder M drücken und die Landkarte ganz einfach wieder schließen. So, das war's zum Bereich Gameplay. Jetzt kommen wir zur Karte. Als erstes wurde dort die Kreisverkehrnavigation in England gefixt. Und dann gab es noch hunderte Fixes, Optimierungen und Verbesserungen auf der ganzen Karte. Dann wurde die Autobahn A2 abgeschlossen. Die ist jetzt wie im richtigen Leben. Es ist eine zweispurige Autobahn mit Mautstationen. Und es gibt jetzt neue Straßen südlich von Stettin. Können wir mal kurz gucken. So, Rostock. Hier haben wir Stettin. Wo die genau sind, weiß ich jetzt nicht. Ist das die hier, die da runterführt? Ich glaube, die war aber schon, oder? Das weiß ich gar nicht. Ja, die könnte neu sein. Und hier seht ihr die A2. Die wurde jetzt ausgebaut. Und ja, so. Dann wurden noch tonnenweise andere kleine Bugfixes auf der gesamten Karte hier durchgeführt. So. Kommen wir zum nächsten Punkt, Models. Und zwar wurden jetzt die Prefabs bei den
KIs verbessert und ja, besserer fließender Verkehr. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt ja, ist dadurch zustande gekommen und eine ja, größere Verbesserung der KI, also eine ausführlichere, wird dann irgendwann in nächster Zeit mit einem weiteren Patch folgen. Ja, hier wieder wenig Luftdruck drauf. Ah ne, es reicht gerade noch. Das ist wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Wunderbar, jetzt stehen wir an der Ampel. Das passiert halt dann, ne? Sollte mal gucken, dass man genug Luftdruck drauf hat, um weiterzufahren. So, das ist echt gerade knapp mit dem Luftdruck. So. Dann, die Steinbruchauffahrten wurden jetzt begradigt, also da ging es ja wirklich immer richtig, richtig steil runter und die sind jetzt nicht mehr so steil, damit halt schwächer motorisierte Fahrzeuge auch die Auffahrt ja schaffen. Also es war bei mir auch schon mal so, als ich ja selber gespielt habe, jetzt nicht während des Let's Plays, und da war es dann wirklich so, dass wenn man da, dass ich da runtergefahren bin mit einem, ja, nur 360 PS starken LKW und dann hatte ich einen Bagger hinten dran und mit dem sollte ich dann wieder halt da hochfahren. Und der hat es nicht geschafft, halt gerade hochzufahren mit so einem 780 PS Scania, kein 730 PS Scania, kein Problem. Aber mit so einem 360 PS, das geht gar nicht. Und dann, ja, hing man da wirklich an der Auffahrt fest, muss dann so Serpentinenlinien hochfahren. Also in Serpentinen halt in dieser Auffahrt da hochfahren. Jetzt sollte man möglichst auch direkt den geraden Weg nach oben fahren können. So. Dann gibt es neue kleine Mautstellen in Polen auf der A2, hatte ich ja bereits erwähnt. Und dann erneuerte Animationen bei einigen Fußgängern. So, kommen nun zum nächsten Punkt, dem Code. So, müssen wir mal kurz gucken, dass wir noch ein bisschen in die Kurve fahren, dann können wir sofort weitermachen. Da ist ja immer eine Ampel, ah, die ist noch grün, guck mal, schaffen wir nicht mehr, schade. So, jetzt ist der Retard an, jetzt ist er wieder aus. Also, asynchrones Laden der Map, die Map lädt jetzt asynchron, was zur Verbesserung der Ladezeiten und zum Reduzieren der Ressourcen, also es wird, ja, dadurch werden halt weniger Ressourcen vom PC benötigt und dadurch sollen weniger Lags beim Spiel entstehen. Dann ist jetzt die Regenwahrscheinlichkeit auf eine unendliche Dauer einstellbar, sofern es Probleme beim Laden eines Spielstands, also, nächster Punkt, genau so. Also dann zum nächsten Punkt. Sofern es jetzt Probleme beim Laden eines Spielstands gibt, wird es nun im jeweiligen Speicherslot angezeigt. Da ist dann so ein Ausrufezeichen in dem, also wenn ihr dann auf Laden drückt und dann Spielstand laden wollt, dann ist halt da ein Ausrufezeichen, wenn es da Probleme geben sollte. Dann ist jetzt ein verbessertes Verhalten nach Entfernen einzelner Modes gibt es jetzt und auch ein verbessertes Verhalten beim Hinzufügen von neuen Modes. Dann verbesserte Nutzung bei Nichtnutzung des Vollbildschirms, also des Fenstermoduses, während des Fahrens. Und es ist jetzt erstmals möglich, mehrere Bildschirme gleichzeitig zu verwenden. So, und dann weiter geht's mit, werden die Jobangebote verändert. Nochmal, was ich gerade mal durchgehen. Also genau, wenn ihr jetzt Mods hinzufügt, dann werden die Jobangebote verändert, je nachdem, falls der Motor irgendwelche Auswirkungen hat. Und es ist jetzt eine neue Sprache hinzugefügt worden, und zwar Georgisch. Das heißt, wenn ihr das Spiel schon immer auf Georgisch spielen wolltet, könnt ihr das jetzt machen. Kommen wir nun zum Sound. Einmal ist der Money Sound, nur noch bei wichtigen Ereignissen kommt er jetzt. Und der Luftdruckbremssound wurde erneuert und verbessert. Und ein Sound, der jetzt gar nicht in der Liste, die ich online hatte, aufgelistet war, ist, wenn ihr hier über die äußerste Linie der Autobahn fahrt, hört ihr es vielleicht? Also kommt so ein Sound, den man ja auch manchmal hört, wenn man so mit dem Auto über eine Linie fährt auf der Auto, also über so einen Mittelstreifen, dann hört man auch manchmal so ein... Und das wurde jetzt auch hier... Ach, der wurde jetzt hier auch eingefügt, den Sound. Den können wir vielleicht nochmal anhören, müssen wir rüberfahren. Hört ihr's? Ich hoffe ja. So, und dann noch beim Modding wurden auch ein paar Änderungen vorgenommen. Eine davon ist, dass jetzt durch... Wisst ihr, gucke ich hier auf meine Notizen, auf meinen Zettel, und dann, ja, fährt man vorne irgendwo, beziehungsweise an der Seite irgendwie, verlässt man die Spur. Spurhalter-Assistent
wäre willkommen. So. Also durch mehrere Veränderungen ist es nun möglich, mehrere. Oh, ich gucke echt zu viel auf meinen Notizzettel. So. Also, durch mehrere Veränderungen ist es nun möglich, mehr als eine Geschwindigkeitsstufe beim Rückwärtsfahren mit gemoddeten Fahrzeugen zu haben. Das heißt, Modder können jetzt zum Beispiel R1 und R2 einfügen. Das heißt, bei R1 könnte, keine Ahnung, 5 km/h rückwärts fahren, bei R2 dann 20. Und das ist jetzt halt Moddern möglich. Ja, das waren so die wichtigsten Änderungen, die der Patch 1.4.1 mit sich bringt. Also es sind schon einige, ein paar habe ich jetzt rausgestrichen. Die waren jetzt halt meiner Meinung nach nicht so wichtig. Eine Liste mit noch ein paar mehr Änderungen, wo noch ein paar mehr Änderungen aufgelistet sind, findet ihr unten in der Beschreibung den Link dazu. Und dann komme ich jetzt noch zur Info vom Let's Play vom Euro Truck Simulator 2. Und zwar ist es so, dass ich den Patch 1.4.1 dass der nicht mehr in dem Let's Play vorkommen wird. Also wir werden da im Let's Play nicht mehr mit dem Patch 1.4.1 spielen, sondern nur noch mit dem Patch 1.3.1, weil ich das Let's Play schon vollständig aufgenommen habe, beziehungsweise hatte, bevor jetzt am 10.07. der Patch 1.4.1 erschienen ist. Und deswegen, ja, weil ich schon fertig aufgenommen habe, werden auch keine Mods da im Spiel vorkommen, weil mir ist es erst, nachdem ich das fertig aufgenommen habe, die Idee mit den Mods in den Sinn gekommen. Und deswegen habe ich jetzt halt mit diesen Mod-Vorstellungen angefangen. Sonst hätte ich wahrscheinlich Mods im Let's Play da irgendwo verwendet und hätte euch dann ja über diese Mods da was erzählt. Und deswegen gibt es jetzt halt diese Mod-Vorstellungen, damit ich euch nochmal ein paar Mods für den Euro Truck Simulator 2 zeige. Also wie gesagt, der Patch 1.4.1 wird nicht im Let's Play vorkommen. Deswegen habe ich jetzt hier auch so eine separate Vorstellung gemacht, wo ich euch den mal zeige. Und Mods wird es jetzt auch keine mehr im Let's Play dann geben. Es werden so um die 150 Teile, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ja, dreimal die Woche wird der Euro Truck Simulator 2 jetzt hochgeladen, weil sonst zieht sich das Let's Play irgendwann viel zu lang in die Länge. Und deswegen lade ich ihn jetzt im Moment erstmal immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag hoch. Falls sich da was ändert, ja, gebe ich da eine Info. Und ja, dann war es das jetzt auch schon von dieser Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls das getan hat, einen Daumen hoch, darüber würde ich mich freuen. Und über Feedback in den Kommentaren würde ich mich auch freuen. Und wie gesagt, Link zum Download von dem Patch ist in der Beschreibung. Und dann, ja, noch eine kurze Info, fällt mir gerade ein. Und zwar kann es sein, dass das ein oder andere Mod, was ihr vielleicht beim Euro Truck Simulator 2 verwendet, nicht mehr funktionieren wird, wenn ihr den Patch installiert habt, da vielleicht der Mod nicht mit diesem Patch kompatibel ist. Dann muss der Modder erst ja eine neue Version von dem Mod herausbringen, damit ja der Mod dann wieder mit dem Patch funktioniert. Und ja, oder ihr habt Glück und der Mod funktioniert halt noch mit dem Patch. Ja, das war noch eine kurze Info. Das heißt, es kann sein, dass manche Mods halt nicht kompatibel sind mit dem Patch, solange da keine Änderungen vom Modder gemacht werden. So, ja, das war's dann aber jetzt auch von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss und bis zum nächsten Video. Euer Linegame1. Ciao. Haut rein, Leute!